Hallo, ich bin der Schrader und ich teste heute für euch die Jamvox. Die Jamvox besteht im Prinzip aus zwei Teilen, nämlich einer Software, einer AMP Modeling und FX Software, die hier bereits auf dem Laptop installiert ist, und zum zweiten einem USB Interface, welches in einem Aktivmonitor untergebracht ist. Dieser Aktivmonitor hat folgende Anschlüsse. Es gibt ein Gitter-In, ein Mikro-In mit regelbarem Level, ein Output-Level, Kopfhöreranschluss und Gesamtmonitor-Level. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse Line-Input für CD oder andere Zuspielungen, die zwei Line-Outputs, ein Foot-Switch, Expression-Pedal und der USB-Anschluss. Wir haben die aktuelle Software von der Vox Homepage heruntergeladen. Es gibt sie als PC und als Mac-Version und sie ließ sich von beiden Plattformen aus hervorragend starten. Wenn ich jetzt die Software selber anschaue, merkt der geneigte Gitarrist sofort: Oh, ich finde mich optisch damit zurecht, was ich gerade höre. Ich sehe nämlich hier oben im oberen Fenster direkt den Signalfluss, den meine Gitarre durchläuft. Ich sehe ein Stimmgerät, ich sehe ein Overdrive, ich sehe den Amp und verschiedene Effektgeräte. Das Schöne bei der Konstellation hier ist generell, dass ich jedes Effektgerät einfach hier vorne aus dem Signalfluss nehmen kann und einfach so wieder hineinstellen kann. Ebenso kann ich die Geräte an die andere Stelle positionieren, wo ich sie gern hätte oder wie es mir beliebt. Das heißt, die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Eine weitere sehr schöne Variante, Sounds zu checken, ist diese Audition-Variante. Das heißt, es gibt ein paar feste Gitarrenlicks, die hinterlegt sind. Ich kann sie anspielen und dann einfach über verschiedene Soundvariationen oder Amps einfach mal austesten. Ich möchte das an dieser Stelle mal machen. Ich lasse einfach mal einen Soundfile laufen und laufe dann in die verschiedenen Amps, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das Ganze so klingt. Als nächstes möchte ich mir ein eigenes Jam-Pattern erstellen. Dazu nutze ich einen der beiliegenden Drum-Loops und werde einfach dazu spielen, das Ganze parallel aufnehmen, um dann nachher auf dieses Pattern jammen zu können. Ich wähle hier erstmal Rock 6. Das Ganze wird jetzt parallel gespeichert. Das kann eine Weile dauern, steht hier sehr schön. Sobald das fertig ist, kann ich mir das Aufgenommene hier vorne nach unten scrollen, sofort aussuchen und dazu spielen. Ich kann parallel meinen Sound natürlich wechseln in einen Solo-Sound, was natürlich sicher. Ich wähle Metal Lead, laufe wieder zurück zu meinem Recording. Die Jamvox hat noch eine weitere sehr interessante Funktion zu bieten, und zwar das Jammen zum eigenen
Wunschoriginal. Ich sage als Beispiel, ich würde gern zu einem AC/DC-Titel gerne das Solo spielen und wünsche mir aber, dass Angus Young dabei draußen Popcorn essen geht. Das ermöglicht die GXT-Funktion, mit der ich ganz einfach ein MP3 meiner Wahl in das Programm hineinziehe, mir dann sogar, ich habe mir jetzt gerade einfach mal für das Solo sogar Loops gesetzt, spiele es ab und kann mit der GXT-Funktion einfach das akute Gitarrensignal oder auch den Bass oder gegebenenfalls sogar die Leadvox einfach aus dem Playback hinauslöschen und kann mich an seine Stelle setzen. Wir hören uns jetzt erst einmal die bereits geloopte Version des AC/DC-Songs ohne diese Funktion an und ich werde einfach mal zwischendurch hin und her schalten, um dann letztlich mit einem eigenen Sound drüber zu spielen. Die Jamvox klingt wirklich ausgesprochen gut und das alles bei einem super günstigen Preis. Das Ganze hier vor mir kostet, ohne den Laptop natürlich, lediglich gute 200 Euro und da hat man neben der wirklich erstaunlichen Qualität der Amps und auch der Effekte eine Vielzahl von Jam-Möglichkeiten. A zum Drumloop, zu übrigens auf zwei CDs beiliegenden Play-Along-Pattern. Und zu jeglicher Art von MP3-Musik, die sich ganz problemlos hier hineinziehen lässt und dann auch vom Solo, Gesang oder Bass tatsächlich befreien lässt, um selber stundenlang drauf rumzuspielen. Ich muss sagen, das Konzept ist wirklich gelungen, klingt auch sehr ordentlich. Der Preis ist wirklich überragend. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf Musik machen. Day-ish.